Die Stadt Salzburg ist ein Vorreiter in Österreich, was die direkte Demokratie betrifft. Erstmals haben die Bürgerinnen und Bürger ein wirkliches Regelwerk, an das sie sich halten können, das auch verbindlich ist, weil es von einer breiten Mehrheit im Gemeinderat getragen ist und das Bürger mit Entscheidung auch zwischen den Wahlen ermöglicht, wenn es etwa um Themen geht wie vielleicht kleinere Sachen, einen Kinderspielplatz in einem Stadtteil, bis hin dann zur verbindlichen Abstimmung der Bürgerinnen und Bürger über ein zentrales Thema dieser Stadt, wo es schon natürlich eine Mindestbeteiligung gibt, aber wo doch lebendes Recht geschaffen wurde, wenn man an die Bürgerabstimmungen der vergangenen Jahre denkt. Also ich bin sehr stolz darauf und ich bin auch stolz darauf, dass es gelungen ist, von der Basis her ins Leben zu rufen, also von den Bürgerinitiativen selber, und trotzdem eine breite Mehrheit im Gemeinderat jetzt zu diesem Modell steht.